Willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern zur Neuheitenvorstellung 2022 im Hause Fiesmann. Und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, Sie bekommen heute ganz viel auf Ihre Augen. Bildlich gesehen. Freuen Sie sich also, was Sie heute erwartet. Zunächst erwartet uns ein junger Mann aus dem Hause Fiesmann. Es ist Regine Kollel, habe ich das richtig so ausgesprochen? Ja, der Name ist korrekt. Wie anders nicht zu erwarten, er ist begeisterter Modellbahner und als begeisterter Modellbahner wird er uns heute die Produkte aus dem Dachverband Vollmer und Kibri etwas näher bringen. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders und von weg kann ich schon sagen, die N-Bahner dürfen sich ganz besonders freuen. Hallo. Hallo. Hallo Frank, ja. Es freut mich, dass wir heute gemeinsam die Produktneuheiten für das Jahr 2022 besprechen und ich würde sagen, wir legen direkt los mit den Vollmer-Neuheiten. Genau, gar nicht lange erst drum machen, was soll's. Ja, genau. Also wir fangen an mit der Vollmer-Neuheit einer Bekohlungsanlage der Spur, für die Spur H0. Da sehen wir sie auch im Bild eingeblendet. Genau, das sieht jetzt hier im Bild eingeblendet. Hier handelt es sich um eine Kleinbekohlungsanlage für die Epochen 1 bis 3. Speziell ist diese kleine Bekohlungsanlage für Nebenbahnen ausgelegt, also nicht für große Bahnbetriebswerke, sondern für kleine Bahnbetriebswerke und könnte man auch für die heutige Zeit in der heutigen Epoche auch für Museumsbahnen hernehmen. Also es ist ein schöner kleiner Bausatz. Zum Beispiel, aber das sieht eben schwer nach Arbeit aus. Also, ja, nicht da, also möchte ich keine Kohlen schleppen. Das ist wirklich richtig Handarbeit, nicht so einfach wie heute mit Förderband oder Bagger oder Greifer oder so. Eine schöne Sache. Finde ich wunderbar. Und diese kleinen Körbe und was dabei war, Hacke und so weiter, das gehört alles dazu. Das ist alles Zubehör, was dazu gehört zu dem Bausatz, richtig. Das Einzige, ja, was der Modellbahner eigentlich bei diesem Bausatz noch machen muss, wie sagt man immer so schön, altern. Ja. Und fachgerecht genau, behandeln. Und mit Kohle auffüllen. Und, ja, das klappt. So, dann sehen wir als Zweites ein wunderschönes Gebäude. Richtig. Hier handelt es sich um unseren Nachtclub. Auch eine weitere Neuheit für die Marke Vollmer. Das ist der Nachtclub El Amor und man sieht es, wir haben letztes Jahr unseren Erotik-Shop mit Inneneinrichtungen vorgestellt und an diese Erotik-Schiene wollten wir natürlich anknüpfen. Man erkennt es hier bei dem Bausatz auch ein bisschen an diesen roten Fenster-Einrahmungen, sage ich mal, Fensterrahmen. Und da haben wir uns einfach angelehnt und wollten die Serie fortführen. Ein Tipp von unserer Seite ist, dass man in diese schöne Fensterfassade auch unsere erotische Tänzerin von Fiesmann, unsere Emotion-Figur. Echt, die passt rein? Die passt rein, ja. Die könnte man einbauen, rechts unten, wie man hier auf dem Bild sehen kann. Und bringt ein bisschen Leben auch in den Bausatz rein. Fehlt eigentlich ja nur noch das Soundmodul. Richtig. Mit Chitem, das weiß ich. Also, es passt wunderbar. Die verdienen auch viel Geld. Das Haus sieht wunderbar aus, würde ich sagen. Ja, danke. Ja, der Nachtclub. Ja, eine tolle Sache. Ja. Dann kommen wir zu Spur N bei Vollmer. Hier handelt es sich um das WLZ-Lagerhaus für die Raiffeisen. Und auch wie ich finde, ein sehr schöner Bausatz, ein großer Bausatz für Spur N-Bahner. Ich wollte gerade sagen, ist ein recht großer Bausatz. Mit einem schönen Fachwerk auch, wie man sehen kann auf dem Bild. Wir haben, man kann den auch zusammensetzen, also dieser Bausatz besteht aus zwei Teilen und ich denke, dass der sehr interessant sein wird für viele Spur-N-Bahner, vor allem weil wir bei Vollmer im Spur-N-Segment mit Gewerbe, Industrie recht schwach auf der Brust sind, deswegen dachten wir uns, wir ergänzen da unser Sortiment sinnvoll dieses Jahr. Ist der einem Vorbild nachempfunden oder ist das? Der ist einem Vorbild nachempfunden, beziehungsweise halt von der Struktur her und was wir angepasst haben, ist eben die Farbgebung. Ja. Und natürlich kann man den Modellbahnern auch hier an der Stelle wieder empfehlen. Es gibt ja noch bewährte Produkte aus dem Hause Fiesmann. Was die Beleuchtung betrifft, kann ich Ihnen wärmsten ans Herz legen, liebe Freunde. Diese Fenster, wie heißt das? Diese Etageninneneinrichtung haben wir zum Beispiel, die Beleuchtung. Genau, würde auch gut dazu passen. Ja. Ja. Würde ich so sehen. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Neuheit. Das ist auch für Spur-N-Bahner recht interessant. Das sieht ja optisch sehr gut aus. Das ist ein schöner Bausatz. Das ist ein dreiständiger Lokschuppen. Hebt sich auch in der Optik ein bisschen von unseren bisherigen angebotenen Bausätzen ab, wie ich finde, und passt auch bestimmt sehr gut auf viele Anlagen bei Spur-N-Bahnen. Und ich denke, da haben wir auch etwas Gutes getan für die
für die Hobbyisten. Ich sag mal so, die N-Bahner wird es freuen, denn die waren ja in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen vernachlässigt worden. Und dann kam immer die Meckerei, oh, immer die H0-Bahner, für uns gibt es gar nichts. Richtig. Finde ich tolle Sache, dass ihr dieses Jahr so an die N-Bahner gedacht habt. Und ich kann versprechen, liebe N-Bahner, es kommt noch mehr. Genau, ein Highlight haben wir noch für Spur N-Bahner. Wir haben hier das Betonwerk. Das ist auch, finde ich, ein sehr schöner Bausatz. Der lässt sich auch leicht integrieren auf vorhandenen Modellbahnanlagen, auch wieder im Gewerbe-Industriebereich und auch, wie ich finde, eine sehr sinnvolle Ergänzung für unser Sortiment und auch flexibel einsetzbar. Kann man auch über die Epochen gesehen auf verschiedene Einsätze. Gibt es denn eigentlich zu diesem Bausatz jetzt vielleicht aus dem Gesamtsortiment, weil du gerade Industrie angesprochen hast, eventuell noch Ergänzungsteile, die ihr vielleicht schon im Sortiment habt? Ja, wir hätten zum Beispiel noch einen Öltank in Spur N, den könnte man noch sinnvollerweise ergänzen. Und also wir werden das Augenmerk auch darauf legen, dass wir weiterhin für die Spur N-Bahner auch nochmal nachlegen werden, sage ich mal. Ihr habt es gehört. Leute, ihr habt es gehört. Er hat es gesagt, nehmt ihn beim Wort. Super Sache. Das ist ja was ganz Tolles. Das ist ja, sieht ja aus wie. Richtig, das ist ein richtiges Highlight bei Vollmer. Also alle Vollmer-Freunde aufgepasst. Ja. Es ist ein sogenannter Polyblade-Bausatz. Was ist das? Polyblade, dazu kommen wir gleich. Wir haben einen Polyblade-Bausatz für Spur H0 und Spur N, eine Werkstatt. Für Spur H0 haben wir die Werkstatt in einer Putzfachwerkfassade. Und für Spur N, wie man auf dem Bild sehen kann, haben wir diesen Bausatz mit einer Ziegelfachwerkfassade. Ich habe was für dich dabei. Was? Ich habe eine wahre Wundertüte. Du hast was dabei. Ich habe eine wahre Wundertüte. Hier ist dieser Bausatz enthalten. Und alles, weil du mich eben gefragt hast, was du zu Polyblade wissen möchtest. Polyblade, ja, das interessiert mich. Genau. Da haben wir einen Kollegen, kompetenten Kollegen, der kann dir alle Details und alle Informationen zu Polyblade geben. Mit anderen Worten, du schickst mich jetzt weg. Ich schicke dich jetzt weg. Alles klar, ich gehe zum Kollegen. Wo finde ich den? Immer? Da? Ja, genau. Alles klar. Ja. Wir sehen uns gleich. Bis gleich, liebe Freunde. Hallo. Ach, hallo Frank. Lieber Eckbert. Mensch, dich habe ich aber schon erwartet. Mein Kollege hat dich schon angekündigt. Ja, und er hat mir dann so wunderschöne, wie hat er gesagt? Wundertüte in die Hand gegeben. Hat er das wohl? Okay. Hat er wohl. Und es geht ja darum, dass wir den Zuschauern erklären, was ist eigentlich Polyblade. Also ich kenne diesen Begriff nicht, das ist was Neues. Sagt dir Polyblade gar nichts? Gar nichts. Soll ich dir ein bisschen was darüber erzählen, wenn du möchtest? Nicht nur mir und auch den Zuschauern. Okay, gut, natürlich, sehr gerne. Ja, Polyblade, viele können mit dem Material noch gar nichts anfangen. Und Polyblade ist im Grunde genommen ein Verbundwerkstoff. Ja, das ist ein Faserwerkstoff, der wird mit Urethanharz wird der gefüllt, so dass er eine Wahnsinnsstabilität bekommt. Und wir brauchen nicht wie bei handelsüblichen Bausätzen, ich nenne sie jetzt mal mit Laser geschnittenen Bausätzen, unbedingt Materialien zum Aussteifen. Sprich, also wir brauchen keinen Kleber, wir haben eine hohe Stabilität. Das ist Polyblade mal schnell erklärt. Aber du hast sicherlich noch mehr Fragen. Ich habe ja 1000 Fragen eigentlich zu der ganzen Geschichte. Denn Polyblade ist ja eigentlich, also ich kenne ja immer nur Lasercut-Modelle oder Kunststoffmodelle. Aber Polyblade ist ja eigentlich gar kein Lasercut-Modell, wie man sich das im herkömmlichen Sinne vorstellen muss. Das ist wohl so. Es ist kein Lasercut. Es wird zwar mit einem Laser geschnitten, aber es ist definitiv kein Lasercut. Welche Vorteile gibt es jetzt da in der Richtung? Ja, das eine habe ich kurz erwähnt. Das ist diese hohe Stabilität, die dieses Material von Hause aus hat. Wir müssen es nicht irgendwie behandeln mit Sekundenkleber. Oftmals hat man hier so ganz filigrane Teile, die man mit Sekundenkleber ausarbeiten muss oder aussteifen muss. Das brauchen wir ja so nicht. Und wir können halt wahnsinnig viele filigrane Sachen durch das Schneiden mit dem Laser, können wir ganz filigrane Sachen schneiden. Oftmals sogar, ich sag mal, im Vergleich zu Foto-Etztechnik bei Messing-Sachen, die kennen die Leute ja sicherlich noch von früher. Polyblade geht noch filigraner wie Messingteile. Ich habe da mal was vorbereitet, wir können es gerne mal in die Kamera halten, damit du das mal anschauen kannst. Aber du erwähntest gerade noch mal Messing. In welchem Zusammenhang? Oder sag jetzt mal so, bietet dieses Polyblade die gleiche Festigkeit wie Messing? Oder wie kann ich das? Im Vergleich zu fotogeätzten Messingteilen haben wir eine bessere Stabilität. Und wenn ich einen Messingzaun zum Beispiel habe und wenn ich den einmal verbogen habe, ist der krumm. Die
Das Material Polyplate ist noch stabiler als diese Messing-Edge-Teile. Aber es hat halt auch gleich den Vorteil, es ist doch flexibel. Also ich kann es ein Stück weit bewegen, es kommt aber immer wieder in die Ursprungsform zurück. Okay, du hast gesagt, du hast da schon was Wunderschönes. Ich halte es mal in die Kamera. Ich hoffe, man kann es sehen, wie filigran die Möglichkeiten sind. Es ist ja unglaublich. Also, liebe Zuschauer, ich bin platt. Ich habe mir schon viel vorstellen können, was gelasert wird. Teile, die gelasert werden, sind ja immer recht toll. Aber das ist der Hammer. Man sieht sogar ganz oben diese Spitzen. Ja, die Spitzen von dem Zaun, die Kugeln von dem Zaun kann man auslasern. Also noch filigraner, als man das von diesen Messingteilen erkennt. Aber dann auch, ich mache das mal so, ich halte es mal in die Kamera, dass man einfach sagt, es ist ein Stück weit flexibel. Wenn ich das mit einem Messingteil mache, bis zum gewissen Grad, ist das Messing rum. Das geht nicht mehr zurück, das Messing, das ist klar. Und die Verarbeitung ist dann wahrscheinlich denkbar einfach. Man sieht hier solche Punkte, die trenne ich einfach durch. Genau, die trennt man mit einem Cuttermesser, mit einem scharfen Cuttermesser oder Skalpell kann man die durchtrennen und somit kann man die dann auslösen aus dem Rahmen. Die Frage, die sich jetzt mir aufdrängt, ist ja bei dem Polyplate, kann ich das farblich noch verändern? Es könnte jetzt die Frage kommen von einem Zuschauer oder von einem Modellbauer, ja, es sieht ja ganz gut und schön aus, aber was mache ich jetzt, wenn ich mit Pinsel rangehe, mit Farbe? Was passiert dann? Das kann der Zuschauer auch, der Modellbahner, der Ungeübte, für den ist das natürlich toll, weil das Material vorlackiert ist, matt vorlackiert ist. Mhm. Man kann es sicherlich noch altern mit handelsüblichen Pulverfarben, sogar mit Nassfarben. Es ist nur ganz schwach hydroskopisch, also es zieht nur wenig Wasser an im Vergleich zu Bausätzen aus anderen Materialien, die mit einem Laser geschnitten werden. Die muss ich vorbehandeln, sonst wellen die sich oder verziehen die sich. Und das haben wir halt hier. Man kann es ganz normal einfärben, wenn man das möchte. Aber ich habe noch ein anderes Modell. Ich zeige dir das nochmal in die Kamera, dass man einfach mal sieht, wie matt die Oberfläche ist und dass man im Grunde genommen gar nichts behandeln muss. Wenn du mal hier schaust, das ist jetzt ein ganz anderes Modell. Aber hier sieht man, das ist komplett unbehandelt. Ich drehe es mal so. Komplett unbehandelt, das heißt, man kann es so auf die Anlage stellen. Wenn ich noch möchte, kann ich das Dach noch etwas verwittern oder auch das Holz, die Holzstruktur, die wir darstellen können. Das heißt, das Polyplate-Material wird schon in der Farbe vorher ausgewählt? Das wird so lackiert, wie die Bausätze angeboten werden, ist es vorlackiert. Und man kann es halt nur noch, wenn man es möchte, noch etwas altern, weil ich sag mal, eine weiße Putzfassade bleibt nie dauerhaft weiß, sondern die wird dann halt mal ein bisschen grau eingefärbt. Mhm. Aber das geht mit jedem handelsüblichen Farben, die man so am Markt bekommen kann. Also ich bin schon mal ganz beeindruckt, liebe Freunde, wenn man diese Strukturen sieht. Ich weiß nicht, die Kamera, ein bisschen kann man es ja sehen. Selbst die Holzstrukturen sind da. Die Holzstrukturen können wir mit dem Laser ausarbeiten und das ist halt das Tolle an diesem Polyplate-Material, dass man da wirklich diese Strukturen auch hervorheben kann. Mhm. Ich drehe es mal so, vielleicht sieht man das an den Türen. An den Türen kann man es eigentlich ganz gut sehen, dass man da wirklich die einzelnen Holzbretter nachahmen kann. Und wie gesagt, es ist komplett unbehandelt. Und ich glaube, es ist auch sehr stabil. Wir machen jetzt gerade mal den Stabilitätstest. Darf ich mal? Ja, dann mach du mal. Okay. Ich schau mal, es ist noch alles dran. Alles dran. Sie sehen also, es war jetzt etwas brutal von mir, manche werden aufgeschrien haben. Nein, es ist wirklich alles stabil. Die Stabilität kommt auch daher, dass wir die Unterkonstruktion haben. Mhm. Die Unterkonstruktion ist auch Polyplate. Mhm. Dort werden die Fenster, die Türen reingelasert, diese filigranen Details. Mhm. Und auf diese Unterkonstruktion kommt die fertige Schicht obendrauf, die fertig lackiert ist, in der Farbe, wie das Gebäude angeliefert wird. Und dort sieht man halt einfach nur das Optische außenrum. Das heißt, die Fenster liegen in der Tiefe. Das heißt, auch wie bei einem normalen Haus, die sitzen ja etwas tiefer in der Leibung drin. Und das können wir hier mit. Und dadurch haben wir natürlich auch eine sehr hohe Stabilität. Ja. Nun kommen die Dinger als Bausatz. Das ist ein N-Bausatz. Das ist ein N-Bausatz, ja. Foto nicht so sieht, aber es wirkt immer alles ein bisschen größer. Die gibt es ja auch in H0, habe ich ja vorhin schon
gehört. Hat Regin dir von erzählt, von der Regin Werkstatt? Regin hat mir schon davon erzählt, hat aber gesagt, ich soll zu dir kommen, dass wir mal ganz explizit über diesen neuen Baustoff, Werkstoff sprechen können. Mhm. Ja? Dann habe ich ja erfahren von Regin, dass es Modelle angeboten werden in 0 und in N. Das ist jetzt noch ein ausgesprochenes Holzhaus. Es wird dann sicherlich auch andere Modelle geben. Kriegt ihr das dann auch hin mit den, sag ich jetzt mal, stinknormalen Steinhäusern oder anderen Modellen, dass die dann genauso natürlich aussehen? Zum einen haben wir hier durch dieses Vorlackieren matte Farben. Das heißt, der Modellbahner kann das Gebäude so zusammenbauen und braucht es nicht zwangsläufig altern. Bei einem Kunststoffbausatz habe ich ja immer diesen leichten Glanz von dem Kunststoff. Das habe ich hier bei diesen matt lackierten Farben eben nicht. Man sieht es ja hier an dem Haus nochmal ganz deutlich. Es ist wirklich matt und es ist unbehandelt. Das ist die Holzstruktur. Ich brauchte gar nichts machen. Es kommt so aus der Verpackung, wenn man es zusammenbaut. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Betonstruktur haben möchte oder eine Ziegelstruktur oder ja, eine normale Hausfassade, die kommt dann schon so fix und fertig, vorgefertigt raus, sodass ich das zusammensetzen kann und ich eigentlich nichts mehr machen muss. Außer Beleuchtung reinsetzen. Genau, die Beleuchtung von Viessmann passt natürlich in alle Gebäude, das wissen wir ja zu Genüge. Das ist halt wirklich so. Aber das Gebäude kommt wirklich fix und fertig. Du baust es zusammen, es ist matt lackiert. Klar, ich sage mal, wenn ich eine weiße Fassade habe, die wird nie so ganz rein weiß sein. Aber trotz alledem, da könnte man, wenn man wollte, noch etwas dran verändern. Aber man muss es nicht zwangsläufig, weil es eben nicht den Glanz von zum Beispiel Kunststoff hat. Also nehmen wir den normalen Modellbahner, der sagt, ich will nur ein Häuschen haben, will zusammensetzen, auf die Anlage setzen, erstmal viel Arbeit ab. Der hat ein natürlich aussehendes Haus mit einer natürlichen Struktur. Ja, und den Modellbahnern, die also wirklich noch Pinselfarbe und Trockenfarbe oder irgendwas in die Hand nehmen möchten, denen ist das natürlich freigestellt, hier nochmal Hand anzulegen. Aber Sie können mir glauben, schon alleine an diesem Gebäude, wenn man das sieht, es ist fast nicht mehr notwendig. Das ist wohl so. Es gibt ja auch viele Modellbahner, die, wir erleben das bei den Seminaren, die sind Anfänger, was das Patinieren angeht oder das Altern. Und diesen Leuten nehme ich jetzt im Grunde genommen die Angst vor dem, was sie tun müssten, um einen Kunststoffbausatz alt aussehen zu lassen. Das brauchen wir hier nicht. Aber auf eine Besonderheit komme ich jetzt gerade noch. Na. Ab der Spurgröße H0 haben wir den großen Vorteil gegenüber anderen mit Laser geschnittenen Bausätzen, dass wir an den Ecken sogar 45 Grad Phasen haben. Das heißt, wenn ich ein Ziegelmauerwerk habe, habe ich die Möglichkeit, eine 45 Grad Phase an das Material zu schneiden, so dass es wirklich aussieht wie Natur und nicht stumpf voreinander gesetzt. Tja, lieber EG, tolle Idee. Wer hat sich denn das eigentlich ausgedacht? Ja, das ist so, das Team von Viessmann. Wir sitzen zusammen und überlegen, was können wir machen, was brauchen wir Besonderes und Innovationen, da sind wir ja offen für, das weißt du ja. Und dann kommt sowas natürlich dabei raus. Es ist immer unglaublich, was es so, ich denke immer, sag mal so, von einem Jahr zum anderen, wenn man auf Messen unterwegs ist, wo nehmen die bloß die vielen Ideen her? Jeder Modellbahner erwartet ja am nächsten Jahr wieder was Neues. Und ihr schafft es immer wieder zu verblüffen. Das tun wir jedes Jahr aufs Neue. Versuchen immer den Geschmack des Kunden zu treffen, des Modellbahners zu treffen. Es ist nicht immer leicht. Man sitzt halt zusammen, schaut, was gibt es am Markt, wo müssen wir hin entwickeln, was müssen wir tun. Hier haben wir noch einen großen Vorteil. Wir können schneller auf den Markt reagieren. Wenn ich eine Spritzgussform habe, die ich neu fertigen muss, die kostet einen Haufen Geld. Ich muss eine gewisse Stückzahl fertigen, das brauche ich hier jetzt zwangsläufig nicht und ich kann wirklich schneller auf den Markt reagieren und kann sagen, Mensch, dann machen wir mal was anderes, machen wir was ganz Neues, weil es einfach ein tolles Produkt, ein tolles Material ist, was sich super gut verarbeiten lässt. Vom Kleben her, du nimmst Sekundenkleber, geht wunderbar, es geht mit Express-Weißleim, das sind so die beiden Sachen, die ich selbst mal ausprobiert habe, das funktioniert super. Also von daher, das ist wirklich, ich bin total hin und weg. Als ich das erste Mal in die Finger bekam. Muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Zuschauer, ich auch. Sie sollten sich den Namen Polyplate auf jeden Fall merken. Und wenn der Neuheitenkatalog zu Ihnen nach Hause kommt oder Sie auf den Webseiten von Viessmann spazieren gehen, es kommt ja auch irgendwann zur Auslieferung. Ich hoffe es. Das wird natürlich zur Auslieferung kommen, sonst würden wir es nicht präsentieren. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir im Frühjahr mit der Auslieferung beginnen. Okay. Dann geht der liebe Ecki. Ich mache jetzt wieder
zurück zu meinem Kollegen Regin, denn er hat ja noch ein paar andere Neuheiten. Aber den Namen Polyplate habe ich mir gemerkt und sollten Sie sich ab sofort auch merken. Ich danke dir. Vielen Dank. Mach's gut. Und ich lasse dich wieder alleine. Tschüss. Mensch, dieser Tipp war ja Gold wert. Der Kollege hat mir wirklich alles erklärt, was man zu diesem neuartigen Polyplate, richtig. Was man da alles anfangen kann. Ja, faszinierendes Material. Mhm. Baust du sowas auch auf deine Anlage mal ein? Ja, auf jeden Fall. Hast du schon? Habe ich noch nicht, aber mir gefallen die Bausätze optisch richtig gut. Und sie fühlen sich sehr wertig an. Mhm. Also wirklich klasse, wie ich finde. Was ich auch gut finde, erstmal von der Präzision, also von der Oberfläche her, also die ist ja schon richtig gut vorstrukturiert. Da braucht man ja auch gar nicht mehr viel Hand anlegen. Eigentlich, man könnte es ja, wenn man es wollte, schon so lassen. Aber dann gibt es ja dann wieder die ganz Peniblen und die Fetischisten und die dann mit Pinsel und Farbe dann noch mal ein bisschen was nachmachen müssen. Also ich finde, dieser Baustoff ist es ja eigentlich, Polyplate, in Verbindung mit dem Häuschenbau. Das ist schon mal ein Schritt weiter in der Präzision beim Bau. Richtig, auch wie du gerade richtig gesagt hast, dadurch, dass schon eine Vorstrukturierung da ist und auch von der Grundfärbung her das Material eigentlich schon schön gefärbt ist, ist es auch vor allem für Einsteiger eigentlich ein super Bausatz, um nicht groß noch den Pinsel anlegen zu müssen, sage ich mal, mit Farbe bearbeiten zu müssen, sondern der macht schon von Haus aus sehr viel her, der Bausatz, richtig. Ja. Ja, liebe Freunde, Polyplate ist ein neuer Baustoff, aus dem die Häuser bestehen. Ja, merken Sie sich den Namen gut und wenn Sie dann zu Ihrem Händler gehen oder die Ware bestellen, dann achten Sie mal drauf und versuchen Sie es doch einfach mal mit so einem Bausatz. Also mich hat er schon mal völlig überzeugt. Das freut mich. Ja, okay. Ja, dann lass mich weitermachen, beziehungsweise lasst uns weitermachen im Programm. Was hast du noch anzubieten? Ich würde sagen... Jede Menge, oder? Ja, jede Menge. Ich würde sagen, wir gehen zur Marke Kipri und stellen dort die Neuheiten vor. Mhm. Und wir fangen an mit der Spur N. Hier haben wir ein Containerset, was wir anbieten werden. Es sind sogenannte High-Cube-Container. In verschiedenen Farben werden die hergestellt oder werden wir anbieten. Und weißt du, was ein High-Cube-Container ist? Hast du eine gute Ahnung? Ja? Ich denke, ja. Okay. Also Container werden ja immer gebraucht. Ja, richtig. Ich sage, Container gehen immer. Und ob man sich jetzt vielleicht ein eigenes Container, Leute, es ist zwar früh am Morgen, aber bin wahrscheinlich noch nicht ganz munter. Also Container-Terminals hat oder Tragwagen damit entsprechend beladen kann. Apropos Tragwagen beladen, sind da Zapfen dran, dass man die auch entsprechend rein... Die passen auf Wägen drauf. Ja? Ja. Mhm, okay. Ja. Also schönes, nettes, nützliches Zubehör. Richtig. Dann kommen wir zu einem weiteren Deko-Set bei Kipri, auch für die Spur N. Also auch bei Kipri bieten wir einiges an Spur N-Sachen an. Mhm. Hier haben wir die Benzinfässer, die haben wir auch in Spur H0. Ja. Und die sind sehr beliebt, deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass wir die auch in Spur N anbieten wollen. Ja. Also wer ein Tanklager hat oder wer genau, also richtig. Im Tankstellenbereich. Auch als Ladegut möglich. Als Ladegut denkbar. Zum Beispiel, ja. Mhm. Tolle Sache. Ja. Dann gehen wir weiter. Dann kommen wir zum moderne Bushaltestelle. Diese Bushaltestelle, die ist einem Original nachempfunden. Die werden wir für die Spur N und für Spur H0 anbieten. Mhm. Auf dem Foto, wie man jetzt sehen kann, handelt es sich noch um ein 3D-Muster. Von der Farbgebung her wird es aber gleich bleiben und wird dann aber mit Spritzguss dann hergestellt werden. Aber bei dieser Bushaltestelle weiß ich, wenn man auf der Webseite bei Fiesmann mal spazieren geht oder in den Katalogen blättert, da gibt es ja noch etliche Zubehör, Sachen, die man ja da noch einbauen kann. Richtig. Die ist ja eigentlich so noch nicht fertig. Ich meine, das ist zwar unten eine Haltestelle, aber kann man da noch Fahrpläne dranhängen, Bänke einbauen oder irgend sowas? Geht das alles noch? Ja, das geht noch alles. Es ist extra auch so konzipiert worden, dass der Modellbahner da freie Gestaltungsmöglichkeiten hat. Man könnte ja auch noch eine LED-Leuchte verbauen, zum Beispiel oben im Dach. Das ist ein Flachdach, das ist mit der Glasfassade eigentlich eine sehr schicke neue, moderne Bushaltestelle, die wir hier anbieten werden. Mhm. Und da bleibt dem Kunden... Also doch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten. Genau, richtig. Einfach mal nachforschen, nachgucken auf den Seiten. Und da findet man, wird man sicherlich fündig da, das eine oder andere. Ich mache es ja genauso, du wirst es sicherlich genauso machen. Ja. Ja. Du sitzt ja an der Quelle. Ich meine, da sag jetzt so einfach, ja. Du hast es ja einfach. Ich habe es einfach. Da gab es mal einen Zuschauer, bloß mal ganz nebenbei, der hatte uns mal geschrieben, dass er das ganz toll findet, was wir so alles machen und dass wir eigentlich den schönsten Job der Welt haben. Haben wir den?
Ich finde ja. Ich finde ja. Also, damit haben wir auch mal die Frage beantwortet. Es ist sicherlich so, es macht verdammt viel Spaß, kann Ihnen aber auch sagen, es ist verdammt anstrengend. So, machen wir weiter. Machen wir weiter. Dann haben wir bei Kibri noch eine weitere Neuheit. Das ist die DB-Wartungshalle, eine moderne Wartungshalle. Mhm. Das ist dies baugleich mit der modernen Wartungshalle im Gleisbau Gelb, die wir letztes Jahr schon angeboten haben. Und ist beliebig erweiterbar mit weiteren Bausätzen. Man kann auch einzelne Segmente, also wir haben geplant, dass wir für nächstes Jahr auch, wie bei den anderen modernen Wartungshallen, auch ein Erweiterungsset anbieten werden, wo man die Halle nochmal segmentweise, je 7 cm sind es immer pro Segment, dann anbauen kann und erweitern kann. Es macht ja Sinn, wenn jetzt zum Beispiel einer einen originallangen ICE hat, will dann ja auch wahrscheinlich mal in die Halle fahren. Was gibt es denn eigentlich dazu noch? Ich meine, die sieht noch recht nacktig aus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist eine DB-Halle, kann man da noch was empfehlen? Da ist der heißeste Tipp, sage ich mal, unser DB-Keks, den wir bei Fissmann haben. Ja. Den könnte man vorne noch an die Außenfassade befestigen oder montieren und kann so den Bausatz wirklich auch sinnvoll aufwerten. Der war doch beleuchtet, ne? Der ist auch sogar beleuchtet. Mhm. Also der macht richtig was her und die ganze Halle gewinnt dadurch auch nochmal. So, die Rolltore, die ich sehe, sind jetzt... Die sind händisch, manuell, aber man kann die Rolltore ganz einfach ersetzen durch unsere Rolltore von Fissmann, die elektronisch dann betrieben werden. Richtig. Das passt ohne weiteres. Ja. Ein weiterer Tipp wäre, dass man die Untersuchungsgruben, die man hier auch auf dem Bild sehen kann, noch mit unseren LED-Leuchtstreifen ausstatten kann, dass die Untersuchungsgrube auch schön beleuchtet ist. Mhm. Und ein Einbautipp noch dazu, dadurch, dass die Untergrube, sieht man ja auch auf dem Foto, die Untersuchungsgrube natürlich eine Einlassung hat, da muss man beim Einbau darauf achten, dass genügend Freiraum unten eben unter der Eisenbahnplatte, sage ich mal, vorhanden ist. Hier sprach der Modellbahner. Ja. Klasse, danke. Ja, was gibt es weiter? Ups, was ist das? Wir kommen jetzt zur Marke Fissmann und den Neuheiten. Wir fangen an mit den Zubehörartikeln. Hier handelt es sich um stromführende Magnetkupplungen. Das sind zweipolig. Mhm. Unsere Kupplungen sind sehr beliebt bei Fissmann und deswegen dachten wir, wir ergänzen unser Sortiment sinnvoll mit Magnetkupplungen, die auch stromführend sind, damit man auch seine Waggons beleuchten kann. Genau. Richtig. Und ich höre ja schon wieder mal so im Hintergrund dann grummeln, Magnetkupplung, halten die auch? Die halten, ja. Die sind sehr flexibel, die halten auch in engen Radien. Also sind wirklich, ist ein schönes Zubehörartikel. Ja. Mhm. Okay, also Kupplung war das Thema. Und genau. Was sehen wir denn da? Dann gehen wir weiter zu unserer nächsten Neuheit bei Fissmann. Das ist ein Tierarzt-Reklameschild mit einer LED-Beleuchtung und einer hochwertigen Tamponbedruckung. Mhm. Hier bleibt dem Kunden auch wieder überlassen, an welches Gebäude, an welche Fassade montiert wird. Das passt ja eigentlich auch an jedes Gebäude vom Prinzip her. Das ist ja genau richtig. Und wir dachten auch, das Tierarzt-Symbol ist auch international anerkannt. Ja. Das heißt, auch unsere internationale Kundschaft hat natürlich die Möglichkeit, diesen Artikel auch zu verwenden. Na, habt ihr wieder mal gut aufgepasst. Haben wir gut aufgepasst. Okay. Dann geht's weiter. Ei, das ist natürlich immer sehr gefragt. Das kenne ich also auch von den Foren manchmal, wenn dann diskutiert wird. Es gibt viele Eigenbauten und sagen, es wird nicht so richtig. Das kann er jetzt bei euch kaufen, fix und fertig. Ja, fix und fertig. Mit LED-Beleuchtung einen modernen Zugzielanzeiger der Epochen 5 bis 6. Bis jetzt hatten wir bei Fissmann im Sortiment ja einen anderen oder noch einen Zugzielanzeiger für die Epoche 4. Und auch hier ist es wieder so, dass die Zugzielanzeige, das Inlay, das Papier-Inlay, auf unserer Homepage austauschbar ist. Also der Kunde kann ganz individuell seine Destinationen eingeben und diesen Papierbogen ausdrucken und dann auch austauschen. Also er kann seine Lieblingsziele euch nennen und dann? Richtig. Kann man selber eintippen. Also kann man selber eintippen. Genau, kann man selber eintippen, ja. Ach so, das ist also praktisch eine Online-Seite, dann gibt er seinen rein und dann druckt das aus. Genau, richtig. Das ist ein eigenes kleines Programm, das aber sehr einfach zu bedienen ist. Ja. Und da kann man einfach die Felder ausfüllen und dann in den Druckauftrag geben, richtig. Coole Sache, gute Idee. Finde ich jedenfalls. Jetzt geht's zum Camping, was? Dann kommen wir zur Emotion-Serie auch. Hier haben wir das Love-Mobil. Auch wieder angelehnt an unsere Erotik-Serie, haben wir uns auch gedacht, wir machen nochmal eine sinnvolle Erweiterung. Das Love-Mobil ist mit Unterflur angetrieben, das heißt, es hat eine schaukelnde Bewegung. Nein. Doch, ist integriert. Durch den Unterflurantrieb wird es ermöglicht. Guck dir das mal an. Genau, sieht man jetzt hier auch nochmal schön auf dem Video. Ist natürlich jetzt noch ein Muster, das heißt, die richtige Serie hat eine fließendere Bewegung, also macht schon was her auf der Modellanlage. Wir haben uns extra dafür auch entschieden, dass wir den relativ
neutral halten von der Farbgebung her, damit der Kunde natürlich auch eigene Gestaltungsmöglichkeiten vornehmen kann. Ihr habt ja immer schon so komische Sachen manchmal gehabt, wenn ich dran denke, an dieses Logos, was draußen steht, wenn ein Zug vorbeifährt, wo die Tür aufgeht. Ja. Das finde ich nett, das finde ich toll. Es gehört ja auch in die heutige Landschaft. Es ist ja nicht so, dass das also aus der Luft gegriffen ist. Aber das sind natürlich wieder Sachen, wenn der Modellbahner sagt, Mensch, so eine kleine Ecke richte ich mir ein, so ein bisschen als Hingucker finde ich toll. Das ist schön, ja. Die weitere Neuheit wird auch ein richtiger Hingucker sein, du wirst überrascht sein. Das ist auch, gehört auch zu unserer Emotion-Serie, das ist der Mann im Schaukelstuhl. Ja. Und der hat auch eine wippende Bewegung. Und auch hier, wie man im Video sehen kann, setzt hier auch noch ein 3D-Muster. Die Serie wird auch noch fließendere Bewegungen dann aufweisen. Aber von der Idee her sehr schön. Auch die Bierflasche noch auf dem Tisch stehen nach dem Feierabend, oder? Ich wollte es gerade sagen, sieht sehr nach Feierabend aus. Ja, aus dieser Emotion-Serie, wie viele Artikel habt ihr denn eigentlich? Hast du schon mal nachgezählt? Nachgezählt habe ich noch nicht, aber wir haben schon einige Artikel. Es hat eine ganze Menge. Ja. Denn es gibt ja wirklich sehr viele Sachen, wenn ich mir überlege, da gab es den Angler, dann gab es irgendeinen, der mit der Axt da irgendwas hackt und es ist ja wirklich interessant. Aber ich habe gedacht, also ihr führt mal Buch und sagt, wir machen mal Strichliste. Heute haben wir Nummer 50, das darf man mit dem Schaukelstuhl. Guter Tipp, sollte man mal machen. Ja. Sollte man mal machen. Finde ich hübsche Idee, kann man überall einbauen, auf der Terrasse, im Garten, auf dem Balkon, was weiß ich. Keine Ahnung, was richtig, da Leute auf einer Veranda. Zum Beispiel würden sich unsere bei Kibri unsere Schwedenhäuser anbieten, wo man auch den Mann mit dem Schaukelstuhl auch verbauen könnte, mit dem Unterflurantrieb. Man muss halt eben nur wieder bei der Einbautiefe darauf achten, dass der Unterflurantrieb... Das passt und so weiter. Richtig, ja. Ist klar. Aber das kriegt der Modellbahner hin. Gefällt mir gut, das Ding. Hat was. Ja, ja. Finde ich auch. Gefällt mir sehr gut. Um Gottes Willen. Dann kommen wir zur vorerst letzten Neuheit bei Fissmann, unter der Marke Fissmann. Das ist ein weiterer Robel, eine Sonderserie. Es ist ein Sersa-Robel mit einer speziellen oder eigens dafür angefertigten Tamponbedruckung. Diesen Robel werden wir im Zweileiter-Ausführung anbieten. Auch wieder, wie es der Kunde bei uns gewohnt ist von den Robeln, mit diversen Lichtfunktionen, Soundfunktionen und eben auch dem motorisch bewegten Kran. Sehr wichtig. Das fand ich ja eigentlich ganz toll, denn ich kann mich erinnern, als der Robel rauskam, hatte ich, glaube ich, da war der Matthias auf der Messe, und habe ich ihn gefragt, jetzt fehlt ja eigentlich bloß noch, dass der Kran sich hinten bewegt. Ja. Hat er nur gelächelt. Also war wahrscheinlich schon irgendwo im Hinterkopf, das machen wir noch. Was kann denn der Kran alles? Bloß nochmal, also der kann sich drehen. Der kann sich drehen, der kann sich auf die Seite drehen. Er kann auch auf und ab, richtig, eine Auf- und Abbewegung auch vollziehen, dass man eben auch neben das Gleis entweder greifen kann oder eben auch ladegut abladen kann für die Baustelle. Also ist sehr flexibel einsetzbar. Also ist eigentlich der altbekannte Robel nur in einer anderen Farbgebung. Genau, und als Sonderserie, richtig. Schon produziert worden ist. Super Sache. Tja, dieser LKW leitet jetzt was ganz Besonderes ein, liebe Freunde. Denn jetzt passiert das, worauf ich mich schon eigentlich die ganze Zeit freue. Diese tolle Neuheit, die Fissmann uns auch schon ans Herz gelegt hat, dass wir Ihnen das sozusagen entsprechend rüberbringen. Und was Sie jetzt erwartet, das sehen Sie jetzt. Ruderknopf starten. Nochmal. Funktioniert. Abblendlicht. Fernlicht, okay. Motor aus. Geht alles prima. Na, jetzt ist er aber schön klein geworden. Jetzt kann ich den auffahren. Super schön. Nee, was hast du aus meinem LKW gemacht? Guck mal, der ist so schön klein, den darf ich jetzt auffahren. Ja, den großen habe ich keinen Führerschein. Aber den darf ich fahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist das mein LKW? Das war er mal, da haben wir geschrumpft. Ach du liebe Zeit. Also mach dir keine Sorgen. Ich ersetze dir den, weißt du? Du kriegst das Geld. Ja, möchte ich ja auch. Du kriegst das Geld im Maßstab 1:87. Ja, kein Thema. Schön. Gefällt er dir? Ich nehme den jetzt mit und stell den zu Hause bei mir auf die Modellbahnanlage und probiere, ob da alle Funktionen gehen, so wie es. Dann bringst du mir aber in groß wieder. Das muss man versuchen, ob der wieder groß zu beamen geht. Das versuch's mal. Geschrumpft haben wir gekriegt, aber. Ja, hast du auch noch schön sauber gemacht dabei, sehe ich. Natürlich. Toll. Ja, mein lieber Matthias, nochmal Dankeschön, aber ich sehe da hinten, hast du auch noch ein Plätzchen stehen. Ja. Könnte man den vielleicht auch noch schrumpfen?
Könnt ihr machen, aber ich will ihn wieder haben. In der Originalgröße. Wir tun das Beste. Ja. Mhm. Könnte gehen. So, liebe Freunde, nach unserer kleinen netten Geschichte, Hilfe, ich habe einen LKW geschrumpft, wollen wir sie jetzt nicht im Unklaren lassen, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Top-Neuheit. Ich bezeichne es als die Sensation eigentlich. Es war für mich bis zum heutigen Tag völlig unklar, was Wieland da vorbereitet hat. Und das ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, Wieland, die Sensation. Erhebt die Hände. Wir klären Sie jetzt auf, liebe Zuschauer. Das Warten hat ein Ende. Und wir haben ein Novum in dieser Sendung. Wir machen jetzt zwei Live-Schalten. Einmal nach Ungarn und einmal nach Rumänien. Und in Ungarn ist mir jetzt zugeschaltet Matthias Fiesmann. Und der wird uns auch gleich mal ein bisschen was zur Geschichte von Kilri sagen. Matthias, du hast das Wort. Hallo, lieber Frank Buttig, liebe Modellbahner, liebe Fans von Kibri, Vollmann und Fissmann. Ich freue mich auch, dass wir uns trotz der Corona-Pandemie jetzt auf die Art und Weise jetzt verstehen. Und wir haben wirklich einen Grund, miteinander zu reden, denn das, was wir jetzt zeigen wollen im Rahmen der Neuheiten 2022 für Fissmann, Kibri, Vollmann, ist unsere Top-Neuheit, das System K-Motion. K-Motion hat seinen Ursprung eigentlich in dem Zukauf der Kibri-Form aus dem Jahr 2009, 2010. Wir haben dann angefangen, verschiedene Fahrzeuge in Bewegung zu bringen mit Rail Motion. Wir haben die quirligen E-Motion-Figuren in Bewegung gebracht, vieles beleuchtet, mit Sound ausgestattet. Und daher ist es jetzt eigentlich nur die Konsequenz, dass wir mit unserer Erfahrung, mit unserem Know-how unsere Technik jetzt auch in die Kibri-Fahrzeuge, in die vielen verschiedenen LKW-Modelle einbauen, um die halt eben auf der Straße fahren zu lassen. Wir haben ein Publikum, welches wir sehr schätzen und auch weiter bedienen werden. Und wir haben auch den Blick in die Zukunft für die neuen Generationen. Und die wachsen halt eben nicht nur neben der Schiene auf, sondern auch neben der Straße. Und diesen müssen wir gerecht werden, diesen Anforderungen. Und deshalb möchten wir den Leuten im Modell das zeigen, was sie in einem Original auch sehen. Und es ist langfristig angelegt. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Eintagsfliege, eine Neuheit mit zwei, drei Produkten, sondern es ist ein System, das sich wirklich ja in den Spielzimmern unserer älteren und jüngeren Fans wirklich über Jahre etablieren soll. Und ich bin ganz froh, dass das geklappt hat. Ich bin auch sehr stolz auf die ganze Entwicklung. Und es ist ein sehr anspruchsvolles Projekt. Und nähere technische Details zu dem, was da jetzt entwickelt worden ist und wie es entwickelt worden ist, kommt jetzt von meinem Vater, von seinem Entwicklerteam. Und wir dürfen gespannt sein, was sie uns im Detail zu zeigen haben. Da bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Matthias, für diese kurze, knackige Ausführung. Es war sehr interessant und wie gesagt, es war für mich auch und für unser Team hier auch schon sehr überraschend, was ihr da auf die Straße, auf die Modellstraße gestellt habt. Und ja, wie war das mit der Entwicklung, Wieland? Tja, liebe Modellfans, herzlich willkommen zu unserer heutigen Präsentation. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz, was wir hier geschaffen haben in Sachen K-Motion. Die Entwicklung hat sehr, sehr lange gedauert, hat sich aber wirklich gelohnt. Und es ist jetzt am Anfang mal ein guter Anlass, mich bei unseren Konstrukteuren und Entwicklern dafür zu bedanken. Bevor wir überhaupt vorstellen, was es genau ist, denke ich mal, möchte ich den Lothar Düning vorstellen, unseren ja, Physiker und Spitzenelektroniker. Danke. Dann haben wir den Sabo Schwita, das ist unser Softwareschreiber, der hat einen ganz tollen Job gemacht in Sachen Softwareschreiben, sodass die Fahrzeuge wirklich naturgetreu mit allen Funktionen, Blinkern und so weiter, was da alles dazugehört, Beleuchtung, Auffahrschutz und so weiter, super schön programmiert hat.
Dann ist der Rossi Mataras. Hält mal die Hand, dass man dich sieht. Der hat die Elektronik entwickelt, das ist der Hardware-Mann von der ganzen Geschichte. Und unser Geschäftsführer von Rumänien, der Bodo Attila. Schönen guten Tag, mein Lieber. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, das sind die vier Hauptentwickler, die wir hatten. Es sind natürlich noch im Hintergrund eine ganze Menge mehr Leute, außer mir noch natürlich. Und ich möchte mal ganz herzlich Dankeschön sagen für das, was hier geleistet worden ist. Das übertrifft meine Erwartungen bei weitem. Und wie mein Sohn schon gesagt hat, war es eigentlich schon seit Jahren Zeit, dass wir die Straßenfahrzeuge von Kipri auch motorisieren und in Bewegung bringen. Und zuerst haben wir mal gedacht, naja, okay, wir machen das wie der Wettbewerb, wir fahren im Kreis und alles schön und läuft. Und aber das wäre nicht Wieland Fissmann. Das wäre nicht unsere Art gewesen. Und von daher haben wir dann im Laufe der letzten vier bis fünf Jahre sogar das zu einer solchen Perfektion gebracht. Das ist jetzt schon nicht nur vorstellenswert, sondern ich denke mal, in der gesamten Entwicklungsgeschichte unserer Firma ist das das absolute Highlight, das innovativste und sensationellste, was wir je auf die Füße gestellt haben. Muss ich da gleich mal die Frage weitergeben eigentlich an euren Entwickler. Da kommt der Wieland zu dir und sagt so, ich habe jetzt eine ganz großartige Idee, was denkt man in dem Augenblick? Ja. Ja, das ist in unserem Fall immer etwas speziell, weil Wieland immer mit ziemlichen Maximalforderungen kommt und in der Folge davon wir natürlich Blut und Wasser schwitzen. Ich habe selber leider mal einen Fehler begangen und habe gesagt, ich habe einfach einen Tischon zitiert, der mal in einem Essay geschrieben hat, Elektronik wird immer kleiner und kleiner. Bald verschwindet sie vollständig, hat er damals gesagt. Das habe ich mal ironisch zu Wieland gesagt, um ihm zu illustrieren, dass das, was er sich vorstellt, kaum erfüllbar ist. Ja, und mit dem Spruch provoziert er mich jetzt immer seit Jahren so erfolgreich, dass es am Ende dann doch gelingt, wenn wir alle unsere Ressourcen entsprechend bündeln. Selbst schuld, würde ich sagen. Ja, selbst schuld. Kann man nicht anders formulieren. Ja. Es war aber ironisch gemeint. Dass es dann bittere Wahrheit wurde, ist halt so. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal als Eingemachte an das Innovative heran. Okay. Was erwartet Modellwarner jetzt? Also K-Systeme oder fahrende Autos, Straßenfahrzeuge kennt man ja. Wir haben das natürlich jetzt zur Spitze getrieben. Vielleicht fangen wir mal mit einem ganz einfachen Start an. Diesen geschrumpften LKW hier, den haben wir jetzt. Ja, den müssen wir ja wieder abgeben. Wir müssen ja wieder groß machen. Also der Fotoalbum. Also so. Man kann mit dem Magnetstift das Fahrzeug einschalten. Das ist der erste Punkt, und dann fährt er los. Den wir nochmal genauer erklären müssen. Ja. Also du musst das Fahrzeug nicht von der Straße heben, du nimmst irgend so einen Stift hier. Ja, und ist das ein Magic-Stift, genau. Und dann halte ich den einfach hier drauf. Genau, und dann bleibt er stehen. Bremslichter gehen an, Kabinenlicht geht an als Zeichen dafür, dass er es verstanden hat. Dass er es verstanden hat. So, als wenn der Fahrer eine Tür aufmacht, geht er aus Kabinenlicht an und dann bleibt er stehen. Jetzt gucken wir uns nochmal, liebe Freunde, das Fahrzeug erstmal vom Äußeren her, weil das ist ja immer so ein Ding. Also äußerlich sehen sie sehr gut aus. Was auffällt, ist der freie Durchblick im Fahrerhaus und dass auch noch ein Lenker drin sitzt. Ja. Ja, was kann das noch, das Auto? Und was bezeichnend ist, der Antrieb ist komplett unter Flur. Die Akkus sind hier vorne im Fahrerhaus, hinten hinter dem Sitz und unter dem Sitz untergebracht, sodass die Kabine völlig frei ist. Das heißt, hinten die Ladefläche. Die Kamera kann es einbringen. Die Ladefläche ist völlig frei. Völlig frei. So können wir hier auch Sattelzüge machen. Das ist abnehmbar. Und das ist ja sind durch die Kabel hinten. Das ist dran. Ja absolut neue Sattelzüge. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, weil eben sonst immer die Aufbauten gebraucht worden sind für Batterien oder ähnliche Dinge. Ja. Und das ist hier nicht der Fall. Wir haben also alles unter Flur untergebracht. Das darf ich vielleicht mal in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob das so sichtbar ist. Müssen wir vielleicht eine Makroaufnahme machen. Ich mache das mal. Ja, das kriegen wir hin. So. Also die gesamte Chassis von dem LKW ist eine Leiterbahn. Ja. Mit sehr viel Elektronik drauf, mit Mikroprozessoren, die das Ganze steuern.
In der Mitte hier ist der 7 mm Antriebsmotor drin, Gleichstrommotor, der gehalten ist von einem geschlossenen Getriebekasten aus Zinkdruckguss, der das nötige Gewicht auch mitbringt, ganz wichtig. Und vorne und hinten an den Platinen sind dann auch die entsprechenden LEDs angeschlossen für Beleuchtung, für Blinker, aber auch hier vorne drin für die Infrarotsensoren, die wir brauchen zur Abstandsmessung und auch für die Fernbedienung, sodass wir alle möglichen Funktionen auch über die Fernbedienung schalten können. Und das war eine Idee von unseren lieben rumänischen Kollegen. Ja. Da könnt ihr ganz stolz drauf sein, ist eine super Sache. Sowas habe ich im Traum nicht erwartet. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du setzt hier einen LKW drauf. Wie wird der gelenkt? Naja, das ist eben wie üblich mit einem normalen Stahldraht, der in der Straße verlegt ist, wie man es kennt. Beziehungsweise wir bevorzugen Magnetbänder. Die haben eine bessere Führung, ist zwar ein bisschen teurer, aber das ist dann schon betriebssicherer. Und wir haben uns das ja schon mal angeguckt, die sogenannten Schleifer oder die das Fahrzeug lenken, liegen nicht auf der Fahrbahn auf. Richtig, weil durch das Magnetband hat man eine stärkere Führungskraft. Ja. Und dann können die Magneten so einen Millimeter über der Fahrbahn sein, in der Luft, sodass es keine hässlichen Schleifspuren gibt auf der Straße. Okay. Du sprachst was von Beleuchtung, das will ich jetzt sehen. Jetzt will ich sehen. Ich hoffe, hier bei dem hellen Licht funktioniert das jetzt. Ach, das kriegen wir hin. Jetzt machen wir den erstmal wieder ein. So. Dann fährt er los. Schalten wir den auch mal ein. Dann können wir schon mal vielleicht einen Kollisionsschutz. Probieren. Der LKW ist jetzt viel schneller als der andere. Das ist richtig. Das sehen wir schon mal, wenn der auffährt. Ja, also was Sie jetzt sehen. Dass der langsamer wird. Die Bremslichter gehen an, der wird langsamer. Ganz tolle Sache. Und das regelt jetzt die Elektronik auf der Leiterplatte mit den Sensoren sozusagen genau, zusammen. Ja. Jetzt fährt er wieder langsamer. Mhm. Was auch wichtig ist, liebe Freunde, ich habe ja schon mal vorher gelunzt und wir hatten ja auch schon etliche Vorgespräche dazu. Man kann die Fahrzeuge in unterschiedlicher Geschwindigkeit fahren lassen. Und das nachfolgende Fahrzeug passt dann die Geschwindigkeit zum Vorausfahrenden an. Ja. Und selbst wenn der jetzt hier vorne stehen bleibt, hält der hintere LKW automatisch an. Ja, genau. Ich könnte den jetzt zum Beispiel hier ausschalten. Oder ja, oder anhalten einfach. Oder ich kann den auch jetzt mit der Minustaste runterfahren. Ja. Die Bremslichter gehen an und der nächste LKW hält dahinter. Und wenn ich den jetzt wieder starte, setzt sich der andere dann. Kommt der andere wieder gleich hinterher. Gehen die Bremslichter aus oder fällt genau. los? Und das ist durch die Infrarotsensoren, die vorne in der Stoßstange untergebracht sind. Und selbst der Anhänger, nicht nur der LKW, sondern auch die Anhänger sind nachrüstbar mit diesem Kollisionsschutzsystem. Also habe ich das jetzt mal richtig verstanden. Seine gesamten Fahrbefehle, ob das jetzt Licht ist, Blinken, Warnblinker, bekommt er aus der Leiterplatine, also nicht über den genau. Fahrdraht irgendwo, sondern es ist ein reine elektronische. Außer dass das Fahrzeug hier über die Straße geführt ist, ja. sind alle Funktionen, alle Steuerungen in den Fahrzeugen drin. Wie macht er denn das eigentlich? Ich habe jetzt gesehen, unser geschrumpftes Auto, der hat ja einen Anhänger dran. Kriegt er den Strom? Wie kriegt er den Strom hinter? Das ist ja dann wirklich sehr, ich sage immer, fixlich. Ja. Wir haben hier hinten unten drunter unter der Anhängerkupplung einen fünfpoligen Stecker, womit man dann den Anhänger mit den gleichen Funktionen ausstatten können wie das Fahrzeug selbst, sodass die Infrarot-Sensoren hinten drin sind, Blinker. Das Licht ist jetzt hier sehr hell, aber es müsste funktionieren. Das ist das Dachlicht, also die Rundumlichter kann man ein- und ausschalten. Man kann die Blinker, die Warnblinker ein- und ausschalten. Man kann die Blinker rechts links schalten mit der Fernbedienung. Ja. Man kann den beschleunigen, den LKW. Jeweils in Stufen von 10 km/h kann man den schneller machen. Jetzt ist er wesentlich schneller. Jetzt kann ich ihn wieder bremsen in Stufen von 10 km/h. Und Sie sehen, jedes Mal, wenn ich drücke um 10 km/h runter mit Minustaste, gehen die Bremslichter hinten an und ich kann sogar bis zum Stillstand bringen. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage.
an dann den, bleibt er auch dahinter stehen. Dahinter stehen an den rumänischen Softwareentwickler. Also ich stelle mir das ja richtig kompliziert vor, wie man auf so einer kleinen Platine auch noch Software unterbringt. Wie habt ihr denn das gemacht? Das ist eigentlich ein meist komplexen Entwicklungen. Natürlich mit Lokomotivdecoder haben wir schon in ähnlichen Prozessen Software untergebracht. Was hier ganz spannend war, dass wir hier ziemlich viele verschiedene unterschiedliche Funktionen eingebaut haben. Okay, und wie ist das vom Prinzip her abgelaufen? Wieland wird das ja euch auch gesagt haben, ich brauche dann LKW, damit alles funktioniert. Ist das sehr schwer gewesen, dieses umzusetzen, dieses Programm? Also während der Entwicklung sind uns noch Ideen eingefallen. Während wir die Anfahrschutz implementiert haben, dann ist es uns eingefallen, wenn wir sowieso schon Infrarotempfänger haben, dann warum können wir auch nicht etwas anderes damit machen? Und da ist die Idee der Fernbedienung eingekommen. Also vom Prinzip her kein großes Problem. Wie viele Stunden hast du dran geschrieben? Sehr viele. Oh, das sollte ein internes... mehrere hundert. Einige hundert Stunden, meine Fresse. Aber es muss euch wirklich beglückwünschen, also wir haben das ja schon hier getestet. Es ist eigentlich schon eine ganz andere Welt, eine ganz andere Stufe in der Entwicklung. Und das lässt ja eigentlich auch Spielraum für mehr in irgendeiner Form auf. Oder machst du hier eine neue Spielwelt auf damit? Diese ersten Fahrzeuge jetzt hier, die schon sehr, sehr viel können, sehr viel, das ist ja nur die Basisversion. Es ist ja noch eine Premium-Version geplant. Mhm. Und wenn das jetzt schon eine sensationelle Erfindung ist, Entwicklung ist, dann können sich die lieben Modellbahner und Modellbahnerinnen darauf freuen, dass was dann noch danach kommt, das hat nochmal die gleiche Dimension. Da bleiben Sie mal schön gespannt und nehmen den Wieland mal bei Wort. Ich glaube, da steckt einiges dahinter, denn ich habe ihn ja auf dem Parkplatz, wo wir den LKW geschrumpft haben, beobachtet. Er ist so mit einem leicht zwinkernden Auge an solchen PKWs vorbeigelaufen. Ich ahne Schlimmes. Naja, das ist jetzt noch nicht mal so, sicherlich auch im Fokus. Aber vor allen Dingen, wir haben ja ein Riesenprogramm an LKWs, Epoche 3 von Kibri, und anderen Fahrzeugen, die natürlich Sinn machen, zuerst einmal motorisiert zu werden, ist schon klar, damit auch die Epoche 3-Fahrer zum Zuge kommen, mit allen möglichen Aufbauten. Wir haben Kräne, wir haben Betonmischer, wir haben alle möglichen LKW-Aufbauten von diesen Müllkippern, die zum Absetzen sind, Feuerwehrfahrzeuge, THW, dann den alten Magirus Eckhauber mit Kran. Das sind so wunderschöne Fahrzeuge. Und da freue ich mich schon drauf, dass wir die in den nächsten Jahren eben auch so wie das hier zum Laufen bekommen. Ich frage jetzt schon mal, gebe die Frage mal weiter. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, Heckhauber mit Kran. Da kommt bestimmt die Forderung, das Ding muss auf den Kran bewegen. Ja, ist das technisch möglich? Wäre typisch für Wieland. Und wenn er mit dieser Forderung kommt, dann werden wir wahrscheinlich auch eine Lösung dafür finden. Er würde ja sowieso vorher nicht locker lassen. Also wir müssen es dann eh umsetzen. Alles klar. Also hat beim Robel ja auch funktioniert, sagen wir es mal. Ja, und beim Unimat. Ja. Also das muss man ja wirklich auch dem Wieland und der Firma Fiesmann insgesamt lassen, für Innovationen und für gewisse Fortschrittssachen, die im Bereich Modellbahn und Zubehör laufen, haben die immer ein offenes Ohr und immer irgendwo so ein kleines Händchen, dass das auch funktioniert. Und was das Erschreckendste für mich eigentlich an der ganzen Sache war, wir haben das mal getestet, wir machen jetzt gerade mal den Einspieler dafür frei, ein LKW mit Anhänger, der wiegt, was haben wir gemessen, 41 Gramm haben wir, 47 Gramm wiegt 47 LKW mit Gramm. Anhänger. Und weil Wieland da wirklich den Hals nicht voll genug bekommen hat, hat er gesagt, wir laden noch was drauf. Und das haben wir auch gemessen, das waren nochmal 49 Gramm, so ungefähr. Über 50 sogar, ja. Ja. Also wir sprechen jetzt von rund 100 Gramm auf einer 15 Grad Steigung. Und das sehen wir jetzt, dass dieser LKW das ganz problemlos meistert. Was ist das für ein Motor? Das ist ja unglaublich.
Das ist ein 7 mm Gleichstrommotor, eigentlich ganz handelsüblich, aber sehr robust gebaut. Und durch das Verhältnis Übersetzung Schnecke zu Kunststoffrad, Messing auf Kunststoff, hat eine bessere Laufruhe. Zwei verschiedene Materialien geben eine bessere Laufruhe. Und das in diesem Getriebeblock drin, staubgeschützt, verschmutzt nicht. Verschmutzt nicht. Und der Motorblock hat natürlich auch das Gewicht, das man braucht, um den LKW, auch den nötigen Vortrieb zu bekommen. Also schon eine tolle Sache. Also, liebe Freunde, wenn Sie eine Anlage haben, die jetzt gebirgig ist, brauchen Sie keine Angst haben. Die Dinger machen das. Ohne Problem. So. Ja, was gibt es noch zu sagen dazu? Ja, natürlich noch eine Riesengeschichte dabei. Ja. Diese Fahrzeuge haben hier unten drunter einen sogenannten Hallsensor. Und wir machen ja alles in der Straße nur mit der Führung. Die Intelligenz liegt in den Autos. Aber mit einfachen Dauermagneten, ganz kleinen, die habe ich jetzt leider nicht hier. Vielleicht kannst du mal gucken, Regen. Wir reichen die mal vor, die Dauermagneten. Man kann in die Straße rein montieren Dauermagnete, zum Beispiel Nordpol. Sagt dem Auto, bleib stehen. Und dann gehen die Bremslichter an und der fährt langsam, wird langsam abgebremst. Ja. So, da sind sie. Das sind solche kleinen Magnete, die sind wirklich ganz winzig. Legen wir mal her, genau. So. Können wir nachher nochmal genauer zeigen. Und zum Beispiel kann ich jetzt hergehen, kann jetzt einen Magneten einbauen, Nordpol. Dann an einer anderen Stelle mache ich zwei oder drei Magnete rein. Nordpol, Südpol, Nordpol. Und dann kann ich über das Programmiergerät, wir haben hier unter den Fahrzeugen nicht nur die Ladebox, sondern auch Programmiergeräte, wo man dem Fahrzeug sagen kann, du bist der Willem, du tust jetzt bei der Magnetfolge Nordpol, Südpol, Nordpol den Blinker rechts einschalten, fährst los und fährst 30 km/h. Und nach 30 cm fährst du 50 km/h. Oder wir können so einen Magneten, der wirklich nichts kostet, vor einem Ortsschild montieren. Und dann weiß der LKW durch den Hallsensor, ich fahre jetzt nur noch 50. Ich bin kein Raser. Und so können wir zum Beispiel auch Blinker einschalten. Wir können alle möglichen Funktionen, die das Fahrzeug so schon hat, mit solcher Magnetfolge Nordpol, Südpol, Nordpol oder umgekehrt steuern und können die Fahrzeuge verschieden programmieren auf diese Magnetfolge. Okay, und das war eigentlich jetzt mal von vornherein die Grundidee, das mit Magneten die Befehle zu übertragen? Nein, das war nur das eine Idee. Ja, es war nicht von vornherein eine solche Idee, aber das ist typisch für unsere Entwicklungsarbeiten. Wir sind halt kreativ und das hört natürlich in der Entwicklung nicht auf, ganz im Gegenteil. Das steigert sich nochmal deutlich. Manchmal entbrennt regelrecht ein Wettbewerb zwischen den Leuten, wer hat die bessere Idee, wem fällt hierzu noch was ein? Und ja, da war eben die Idee zu sagen, Mensch, wenn wir schon die Sensorik am Auto haben, dann können wir die auch benutzen, um Magnetmuster in der Straße abzutasten und damit im Auto Funktionen auszulösen, die man sonst mit aufwendiger peripherer Steuerung machen müsste. Hier ist, wie Wieland vorhin gesagt hat, die Intelligenz im Auto. Ein Auto kann auf eine bestimmte Konfiguration programmiert werden. Der LKW bremst ab, der PKW bremst nicht ab. Der eine fährt 30 cm langsam, der nächste fährt nur 15 cm langsam. Lässt sich individuell in den Fahrzeugen hinterlegen. Und dadurch, dass die Fahrzeuge eben auch nicht aufeinander auffahren, ist das dann ein Betriebsablauf fast wie im echten Straßenverkehr. Das regelt sich im Laufe der Fahrt der Fahrzeuge dann alles selber. Wie schwer ist sowas aufzubauen, Wieland? Aufzubauen? Wenn ich jetzt sage, okay, das Ding gefällt mir so gut, das mache ich jetzt auf meiner Anlage. Ich meine, ist ja wie herkömmlich mit einem Fahrrad oder einem Magnetband, dass man erst einmal die Fahrzeugführung hat. Und dann nehme ich einen 3 mm Bohrer, dann 4 mm Bohrer, bohre hier ein Loch rein, versenkt den Magneten. Ich muss aufpassen, Nord- und Südpol, wie er richtig gepolt ist, ist aber auch kein Problem. Ja. Und dann habe ich die in der Straße eingebaut und die Fahrzeuge reagieren darauf. Ist eigentlich ganz simpel und einfach. Und wir werden wahrscheinlich dann noch so eine Art Gullideckel auf die Magnete kleben, dass man das Loch verschließen kann. Das ist eben sauber aussieht. Das ist ja wieder das i-Tüpfelchen. Ja, natürlich. Das wäre ja.
Und die Programmierung, wie mache ich das? Da hat der Sabi einen Car Manager entwickelt, also ein Programm, Computerprogramm, wo man eben über das Programmiertool diese Fahrzeuge entsprechend programmieren kann. Und das Programmiertool habe ich dann auf dem Handy oder wo habe ich das? Das ist auf dem PC. Ne? Auf dem PC. Ah, ja. Und dann schließe ich dann das Auto an. Genau, über und die USB-Buchse. Dort kriegt er, dort kriegt er dann sozusagen seine Befehle. Dann kriegt er seine Befehle, jedes Auto für sich individuell, kann man einstellen. Wir haben natürlich auch hier diese Fernbedienung. Ja. Da sagt der Sabi auch, ja, Wieland, das ist nicht nur zum Steuern von dem Fahrzeug, das ist auch zum Konfigurieren des Fahrzeugs. Ja. Ne? Weil ich kann ja auch hier zum Beispiel die Lichter einschalten. Ich weiß jetzt nicht bei der Helligkeit, ob es jetzt geht. Ich kann das ausschalten. Ich kann dann wieder einschalten. Jetzt lasse ich ihn mal anhalten. Ich kann also mit der Fernbedienung auch die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann mit der Fernbedienung die Lichter einschalten. Also er hat auch Abblend- und Fernlicht. Das hat er auch, ja. Und so kann ich auch während der, ohne jetzt, dass das Auto am Computer angeschlossen ist, kann ich schon mit der Fernbedienung schon ganz viel, viel also, konfigurieren. Also ganz normal konfigurieren. Sabi, du willst was sagen? Wenn wir hier ein anderes Fahrzeug fahren, dann schalten wir automatisch die Fernlichter ab, damit wir die anderen Fahrzeuge nicht stören. Sozusagen. Ja, genau, das haben wir heute Morgen. Das war eine Überraschung für mich heute Morgen. Mit dir haben wir das probiert. Ja. Also wenn die Fahrzeuge auffahren und erkennen und haben den Abstandshalterung drin, dann schaltet das Fahrzeug automatisch auf Abblendlicht, damit es das davor rausfahrende Fahrzeug nicht im Spiegel blendet. Mhm. Super Leben Sache. Leben. Das ist einfach genial. Assistent. Also schön. Nur rücksichtslose Kraft, rücksichtsvolle Kraftfahrer eingebaut. Und was eigentlich Wieland mehr unterschlagen hat gerade ist, selbst wenn ich den Rückwärtsgang einlege, gehen die Rückfahrscheinwerfer an. Ja, logisch. Das war für mich also eigentlich an der Stelle etwas sehr Außergewöhnliches. Ja. Wie weit kann man das, die Frage jetzt nach Rumänien, wie weit kann man das jetzt noch treiben, die Entwicklung? Also noch kleiner haben wir ja gehört, geht nicht. Aber was ist denn jetzt noch technisch möglich? Ein Blitzsatz haben wir noch im Prozessor, also nicht nur ein bisschen. Es werden immer neue Ideen einfallen. Und da die Anwender ziemlich einfach neue Software aufspielen können, werden wir wahrscheinlich mit neueren und neueren Überraschungen nochmal vorkommen können. Also die Entwicklung nach oben, alles offen. Matthias, was sagst du eigentlich dazu? Es ist ja. Die Wagen Eisen. War es schön und gut, es gefällt mir auch, aber ich möchte lieber eine Spedition aufbauen, ich möchte lieber LKWs fahren, sammeln, steuern. Die Digitalisierung von so einem System ist sicherlich eine Herausforderung, aber das ist ja das, was momentan auch im Original des autonome Fahren in aller Munde ist, die E-Autos, die vollgestopft sind mit Technik und wir machen eigentlich im Modell genau dasselbe und jetzt ist es ganz wichtig, dass das anwenderfreundlich ist. Diese Software, der Car Manager, das Ein- und Ausschalten, wie der Vater das gerade eben gezeigt hat, das Steuern der Fahrzeuge, die Fehleranfälligkeit beim Bauen mit den einfachen Magneten, dass man das wirklich einfach bauen kann, dass es sich leicht spielen lässt, ähnlich wie sich auch die Eisenbahn leicht spielen lässt, weil wenn das Schienennetz einmal gelegt ist, dann fahren die Lokomotiven auf den Schienen. Und wir haben halt eben das jetzt uns zum Ziel gesetzt und das sind sehr, sehr gute Versuche, die wir jetzt gemacht haben. Deshalb können wir das jetzt nach 4-5 Jahren wirklich vorstellen. Sicher, dass wir damit in eine komplett neue Region stoßen, quasi vorstoßen. Und dazu haben wir natürlich auch unsere Vollmer Kibri Häusermodelle, unsere Fissmann Lampen und alles rund um die Modellbahn, um den Modellbau, was man benötigt, um ja ein Car-Motion-Anlage zu bauen. Und das eröffnet ja wirklich neue Möglichkeiten. Das ist ja wirklich eigentlich schon fast ein genialer Streich, wenn man sich das richtig überlegt. Weil, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es ja eigentlich so, dass der Spielwert von der Modelleisenbahn dadurch, dass ständig Strom auf der Schiene ist, gegeben ist. Man hat einen höheren Spielwert. Ne? Ja. Und hier bei den Fahrzeugen, da muss man zu viel investieren, um die Source steuern zu können, wie wir es jetzt hier tun. Mhm.
Aber durch unsere neuen Entwicklungen jetzt hier haben wir die Möglichkeit, wirklich den Spielspaß um ein Wesentliches auf der Straße zu erhöhen. Und wir sind noch nicht fertig. Das wollte ich jetzt hören. Wir sind noch nicht fertig. Man kann natürlich auch mit Hilfe jetzt dieser Fahrzeuge, liebe Modellbahnfreunde, und Sie können das beim Wieland wörtlich nehmen, wenn er sagt, wir sind noch nicht fertig, ja auch mal was ganz anderes machen. Dann tritt die Modelleisenbahn ein bisschen in den Hintergrund. Matthias hat es ja schon angesprochen. Und man kann ja auch eine Straßenanlage bauen. Man kann Straßenbahnen bewegen. Man eröffnet sich ja auch ganz andere Spielwelten. Jetzt werden wahrscheinlich die Straßenbahn-Mini-Fahrer jubeln, dass es also sowas gibt. Und wir werden uns dann auch noch mal einen kleinen Filmausschnitt ansehen, wenn wir dann hier fertig sind, auf der Vorführanlage, wie diese Fahrzeuge auch ganz problemlos über Schienen drüber fahren, überhaupt keine Probleme machen, wie die Fahrzeuge auch in eine Wartungshalle reinfahren. Das ist also auch kein Problem. Also man kann hier schon den Spielwert oder den Erlebniswert in eine ganz andere Richtung denken. Habe ich das richtig gesagt, Matthias? Frank, du triffst es wie immer auf den Punkt. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns hier hilfst, dieses Produkt, diese Produktserie dem Markt zu präsentieren. Und wir warten und hoffen natürlich auf kräftig Reaktionen, egal ob via Instagram, Facebook, per E-Mail, WhatsApp. Wir sind offen für jegliche Rückmeldung und wir sind voller Tatendrang, voller Ideen. Die Epoche 3 soll bedient werden, die alten Kibri-LKWs, wie es der Vater schon angesprochen hat, auch Leben einzuhauchen. Das wird eine große Herausforderung sein und genug Arbeit für die nächsten Jahre. Das ist fast das Wort zum Sonntag gewesen von Matthias. Da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir dafür. Wieland möchte auch noch was sagen. Ja, zum Preissegment möchte ich noch was sagen. Also Preis ist die ganz versuchen wichtig, wirklich wahr, auch diese Basismodelle, die schon unheimlich gespickt sind mit Funktionen, mit Elektronik, mit allen Finessen, in einem Preissegment zu halten, sodass wir nicht nur wettbewerbsfähig sind, sondern dass wir sowas anbieten können, für einen Preis, der normalerweise schon fast Fahrzeuge kosten, die keine Beleuchtung haben oder nicht diese Features haben als wir. Weil es kann ja, die Markteinführung ist ja auch wichtig oder die Marktakzeptanz werden wir nur erreichen, wenn es bezahlbar ist. Das ist ein sehr wichtiger Satz gewesen und in dem Zusammenhang, bevor ich uns jetzt alle entlasse zur Spielanlage, drängt sich mir noch die Frage auf zur Kompatibilität. Wir haben ja einen Mitbewerber am Markt. Mehrere. Nicht nur einen. Nicht nur einen, die solche Fahrzeuge anbieten, so ein System anbieten. Wie ist das jetzt? Kann ich die Fahrzeuge auch woanders fahren lassen oder umgekehrt? Ja, problemlos natürlich, weil es ist ja genauso wie der Fahrdraht bei dem Mitbewerber. Oder ein Magnetband werden die geführt. Ja. Und ich kann dann zusätzlich mit diesen Fahrzeugen und Magneten noch mehr Funktionen reinbauen, ist ganz klar. Ja. Man hat natürlich dann nicht diesen Kollisionsschutz, weil die Fremdfahrzeuge natürlich nicht diese Technik an Bord haben, sozusagen. Nicht die Technik an Bord haben, wobei wir auch schon überlegt haben, das auch als Kit anzubieten. Mhm. Aber dann braucht es ja auch in den Fahrzeugen die entsprechende Elektronik, damit die nach hinten raussenden. Hier, ich bin jetzt mit diesen Infrarot-LEDs. Aber es ist voll kompatibel, wenn man ganz normal fahren will, zu jedem anderen System auch. Dann drängt sich die nächste Frage auf. Man muss es ja fragen, denn ich merke, ich sehe das ja mal aus der Sicht von den Modellbahnern. Wie werden die Fahrzeuge angeboten? Als Einzelfahrzeuge gibt es Starterpacks. Wie wird das funktionieren? Ja, wir haben einmal ein Starter-Set. Das ist dieser eine LKW hier ohne den Anhänger, der blaue. Der hier. Also der blaue LKW ohne Anhänger wird als Starter-Set. Und da ist dann ein Programmiertool drin und ein Ladegerät. Ja. Und der Magic-Stift natürlich zum Einschalten. Dieses magische Teil. Dann gibt es natürlich noch Zubehör und Magnete natürlich, ein paar Dauermagnete, ich glaube es ist ein Stück. Und dann gibt es natürlich noch Zusätze, Ausrüstteile, um Stoßstangen hinten, bieten wir an, um die Anhänger auszustatten mit dem fünfpoligen Stecker. Mhm. Dann haben wir eben die Programmiergeräte oder Ladegeräte einzeln, wobei man eigentlich, wenn man ein Programmiergerät hat, reicht das, kostet, glaube ich, 20 Euro oder sowas. Mhm. Und genauso gilt es für das Ladegerät. Wenn ich ein Ladegerät habe,
Die laden sich da relativ schnell. Da brauche ich nur eins oder zwei maximal. Und dann gibt es halt ja diese Magic-Stifte. Und jetzt habe ich den, da haben wir noch einen Teleskopstab. Das heißt, wir haben nicht nur diesen Magic-Stift hier zum Einschalten, sondern du hast ja auch so, wenn sie weiter wegstehen, die Autos sozusagen wie ein Zeigestock. Ach, da ist der Stift, der wird da eingeblendet. Okay. Ja, den kann man, ist ein Teleskopstab. Das heißt, wer eine große Anlage hat, hat nicht so einen langen Arm. Meistens passiert es ja immer so, dass die Lokomotiven im Tunnel stehen bleiben oder wie gesagt die LKWs an der entferntesten Stelle, was durchaus mal passieren kann. Und damit haben sie immer noch die Möglichkeit einzugreifen, mit diesem Stab auch die Fahrzeuge ein- und auszuschalten. Wäre noch die Frage zur, ab wann soll es diese Fahrzeuge am Markt geben? Kannst du schon ungefähr Einführungsdatum nennen? Also wir haben jetzt schon mal so einen kleinen Produktionsstart gemacht und wir hoffen natürlich, dass es viele Bestellungen geben wird, aber ich denke, dass die ersten so im Februar, März ausgeliefert werden können. Also, dann sind Sie bitte gespannt, ab März, da ist er, der lange Arm. Das ist das schöne Stück, ja, kann man dann schön rausziehen. Dann kann man wenn also ich jetzt hier irgendwo stehe, so einen Meter von der Anlage weg, kann ich den genauso einschalten, als wenn ich dabei bin. Ich bin jedes Mal begeistert. Ja. Dann danke ich allen Beteiligten. Viele Grüße nach Rumänien. Viele Grüße nach Ungarn. Lieber Matthias, vielen Dank auch für deine Bereitschaft, hier mitzuhelfen. Vielen Dank hier im Studio bei Fiesmann. Leider nicht auf der Messe in Nürnberg. Leider nicht auf der Messe in Nürnberg. Aber ich denke, das Ganze war auch dann etwas intensiver. Wir haben da etwas mehr Ruhe gehabt dabei. Den Spaß sowieso. Vielen Dank für alle Beteiligten, auch hier hinten, die Sie jetzt nicht sehen, liebe Zuschauer, für die fleißige Arbeit im Hintergrund, dass wir das hier machen durften. Ja, und Ihnen wünsche ich zu Hause viel Spaß. Und ich glaube, das Interesse an diese Fahrzeuge wird relativ groß sein, kann ich mir vorstellen. Denn selbst ich als vielleicht nicht Car-Motion-Fahrer war ganz begeistert. Vielleicht überlege ich mir noch mal was für später. Mit Sicherheit. Vielen Dank an alle. Hat mir viel Spaß gemacht. Ihnen zu Hause vielen Dank für Ihr Zuschauen. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, die Firma Fiesmann, aber auch wir leiten die Fragen gern weiter. Wenn Sie auf YouTube uns gesehen haben, auch da ruhig die Fragen reinschreiben. Wir wollen Sie da umfassend weiter informieren. Das Team hat auch gesagt, Sie werden fast jede Frage beantworten. In dem Sinne, vielen Dank für Ihr Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.